So, meine lieben Freunde, willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einem neuen Spiel. Und zwar spielen wir heute Wargroove. Für alle, die das Spielprinzip nicht kennen, ist ein rundenstrategisches Spiel. Und ich bin ein sehr, sehr großer Fan von Advance Wars gewesen. Das habe ich damals auf dem GBA gespielt, also auf dem Game Boy Advance, und habe es geliebt. Und auf den DS, da später, als das DS rauskam, da gab es dann noch Fortsetzungen, die alle meiner Meinung nach sehr cool waren. Also ich habe Advance Wars 2 gespielt, ich weiß nicht mehr genau, wie der Titel davon ist, aber danach kam noch Advance Wars Dual Strike raus. Das war richtig cool, weil die beide Bildschirme richtig cool benutzt haben. Ja, aber jetzt spielen wir es auf der Switch, und zwar Wargroove. Das ist zwar nicht Advance Wars, aber von den Aspekten her das gleiche. Und die, das Setting ist so ein bisschen Fantasy, würde ich sagen. Habe mich sehr darauf gefreut, habe es verfolgt, bis es rausgekommen ist. Deswegen hat es auch oberste Priorität bei mir. Hoffe, es ist auch sehr cool. Und das Geile ist auch noch, es gibt hier einen fetten Editor, den man auch benutzen kann, um selber Kampagnen und alles zu bauen. Ich hoffe, wir werden da auch nochmal drauf zugreifen können. Aber heute wollen wir uns mal um die Kampagnenmodus anschauen. Und wie man sieht, hat man hier Arcade, Puzzle und Kampagne. Puzzle und Arcade können wir noch nicht machen. Muss man wahrscheinlich erst die Kampagne durch. Puzzle und Arcade können wir nicht machen. Muss man wahrscheinlich erst die Kampagne durchhaben. Aber wir fangen mit der Kampagne direkt an. Los geht's. Ach so, ja. Cooles Intro nebenbei, fand ich. Aber naja, schauen wir uns das mal an. Eines regnerischen Nachts auf Schloss Kirchenstein. Bei diesem Wetter wird mir total unheimlich. Hast du das gehört? Reiß dich zusammen. Das war nur Donner. Aber ich, gehe dann mal in den Thronsaal patrouillieren. Hey, warte auf mich! Nebenbei, die Animationen sehen ziemlich cool aus, oder? Was steht denn da an? Feiglinge fürchten sich vor Schatten und werden unachtsam. Sigrid. Zug 1. Okay. Es sollte nicht schwer sein, zum König zu gelangen. Da ist er ja, ganz allein in seinem Gemach. Wie praktisch. Je weniger Wachen ich beseitige, desto schneller wird es gehen. Ein paar arme Tröpfe stehen mir aber allzu sehr im Weg. Am besten, ich besiege zuerst diese Wache dort. Okay, schauen wir uns mal an. Das ist wahrscheinlich so eine Art Tutorial. Okay, wir können bis zu ihm rankommen, was wir auch tun werden. Okay. Und dann werden wir angreifen. Ich muss diese Wache besiegen und meinen Weg zum König bahnen. Kann ich sie besiegen? Doch, da. Sigrid gegen Mercival. How foolish. Okay. Oh, da flog gerade sein Geist raus. Zug 1. Der König macht auch was? Es ist soweit. Zeit, dass meine Tochter die Wahrheit erfährt. Aber wie sage ich es ihr? Okay, zweiter Zug. Ich werde mich zum Gemach des Königs begeben. Okay, warte mal, kann man die Karte, kann man hier rauszoomen irgendwie? Warte mal, wir müssen mal gucken, ob es hier irgendwie geht. Okay, da kann man, hiermit kann man immer in die Mitte kommen, wieder, also zu seinem Punkt zurück. Da kann ich, okay. Gucken wir mal hier drauf drücken, passiert nichts, auf Plus. Übersicht. Ah, okay, gut, also schauen wir uns mal an. Okay, Mercival hat 44 Einheiten, der König. Und wir haben ganze eine. So, also es wäre ja am besten, wenn wir dann so den direkten Weg nehmen. Ne? Wir müssen die ganzen Wachen gar nicht besiegen. Gibt ja auch nur einen Weg, wie man sieht. Also müssen wir... So. Ich muss weiter ins Schloss hineingelangen. Ja, das machen wir jetzt auch. Ja, gut. Da oben ist ein Ding. Okay, pass auf. Zack. Und wir können bis da hingehen. Das machen wir auch. Warten. Oh, können die mich sehen da? Ich weiß es nicht. Zug 2. Mercia! Vor langer Zeit, bevor Kirchenstein Kirchenstein war. Oh, nein, so kann ich nicht anfangen. Zug 3. Ein Kinderspiel. Okay, den kriegen wir wohl auch, denke ich mal. Oh, warte. Jetzt mal sie anlocken hier. Pack. Greif mal an. Angreifen. Sigrid gegen Mercival. This is tiresome. Okay, wie man sieht, haben die auch immer nur ein Leben, und das ist natürlich ein bisschen Quatsch jetzt. Da ist natürlich noch nicht viel Feinheiten drin und noch nicht viel Taktik.
kommt aber noch. Darauf warte ich. Ich hatte die Möglichkeit, mal eine Demo davon zu spielen. Also, beziehungsweise bei einer Messe. Konnte man mal reingucken. Aber naja. Es war einmal ein Königreich namens Kakophonien. Kakophonien? Na ja, gut. Dort gab es einen Krieg, der hieß die große Dissonanz. Okay, er sabbelt nur. Wir machen seine Wachen platt. Gehen wir nur bis hierhin, damit er uns nicht sieht. Kleines Intro so ein bisschen, ne? Und dieses Wissen ist eine zu schwere Last. Ach, Mercia. Okay, jetzt ist der Zug. Dieses Schloss ist riesig. Wenn ich die Übersicht aufrufe, kann ich mir einen Lageplan ansehen. Dazu muss ich nur zuerst ein freies Feld und dann Übersicht auswählen. Okay, machen wir mal. Übersicht. Gut. In dieser Ansicht sehe ich Aufgaben und Statistiken. So viele Menschen. Wie unangenehm. Den meisten werde ich aber aus dem Weg gehen. Können. Meine Aufgabe sagt mir ja, dass ich hinter dem König her bin. Ich kann die Ansicht jetzt schließen, um mich wieder in den Grund meines Hierseins zu wenden. Okay. Aber warte mal. Auf dem Weg zum Gemach des Königs muss ich noch einige nichtsahnende Wachen ausschalten. Freut sie sich. Aber wir können mal in der Übersicht reingehen kurz. Und wenn man Y drückt, dann sieht man nur die Karte. Okay, gut zu wissen. So, okay, dann werden wir diesen Typen da auch mal fertig machen. Angreifen. Mercy war gegen Sigrid. How foolish. Goodbye. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, eine deutsche Sprachausgabe gibt es nicht. Aber ich glaube, darauf können wir auch verzichten. Werden ja nur ein paar Slogans sein, die sie raushauen. Ich fange langsam an. Mein lieber Blauschopf, ich muss dir etwas sagen. So, jetzt die Frage. Ich glaube, wir müssen jetzt ein bisschen taktisch vorgehen, denn ich glaube, wir müssen uns lieber hier hinstellen, damit er uns erst gar nicht sieht, ne? So, Mercy, weil ich bin gespannt, was du zu berichten hast. Es ist eine sehr lange Geschichte über etwas, was vor sehr langer Zeit passiert ist. Okay, jetzt können wir ihn nicht mehr irgendwie... Aber wir können... Nein, wir müssen, glaube ich, da hingehen. Dann greift er uns wahrscheinlich an. Vor sehr, sehr langer Zeit, besser gesagt. Warum kann die Vergangenheit nicht vergangen bleiben? Oh. Sekunden. Okay, viel Leben habe ich ja nicht verloren. So, jetzt wird der König uns das erste Mal sehen. Wir gehen einfach direkt rein. Endlich! Ihr? Wie seid ihr? Oh, kriegt eine Panik. Sigrid! Oh. Menschen sind so schwach. Es ist euch klar, was ihr gerade getan habt. Ihr werdet einen Krieg auslösen. Krieg? Bedeutungslos. Wir Kinder, die sich zanken. Wo ist der Schlüssel? Safe. Den werdet ihr nie bekommen. Er ist in sicheren Händen. Weit entfernt von einem Ungeheuer wie euch. In sicheren Händen? Macht euch eines klar, bevor ihr sterbt. Von mir ist nichts sicher. Ihr macht einen Fehler. Seid jetzt still. Oh. Oh, da hat sie ihn. Da hat sie ihn, glaube ich, gekillt. Ui. Jetzt kommt bestimmt die Tochter und dreht durch. Der Schlüssel ist noch immer nicht mein. Doch das kümmert mich nicht. Ich kann spüren, dass er in der Nähe ist. Oh. Sieg! Okay, ein super Sieg, aber es liegt auch daran, dass ich hier übermächtig war, ne? Oh. Yes. Gut gemacht, Prinzessin. Ihr seid doch geschickter mit der Herr Kirschenklinger geworden. Danke. Das wär's hier also. Wuff. Ach, der kleine Hund. Wuff, ja. Ist ja gut, Caesar. Das ist doch nur eine Wache. Herr Emmerich! Aldes, ihr stört den Unterricht der Prinzessin. Der König, mein Herr. Der König wurde getötet. What? Was? No! Nein! Vater! I'm sorry. Mercia, es tut mir so leid. Wer hat das getan? Mein Herr, bei dem Angriff scheint es sich um eine Vampir gehandelt zu haben. Die Höhlheim-Legion? Prinzessin Mercia, der Mord an eurem Vater ist eine Kriegshandlung. Wir müssen das Königreich verteidigen. Krieg? Wir führen jetzt einen Krieg. Oh, das ist nicht gut.
Den wollen wir gar nicht führen, aber der ist da. Du hast weitere Infos zu Emmerich freigeschaltet. Super. Gut. Okay, ah, da sind wir. Achso, ich kann hoch und runter gehen. Okay, dann muss ich erstmal noch. Das ist eine schöne Karte hier, ne? Gehen wir da mal rein. Invasion der Untoten. Eine unsichere Mercia wird als Monarchin Kirchensteins auf die Probe gestellt. Ab geht's. Einige Monate später. My Queen. Herzlichen Glückwunsch zur Krönung. Emmerich, meint ihr wirklich, ich bin bereit, Königin zu sein? I have no doubt. Ich habe keinen Zweifel. Ihr seid schließlich eures Vaters Tochter. Hoffentlich habt ihr da recht. Eure Majestät, Speer aus Höllheim haben die Grenze durchbrochen. What? Sie sind hier in Kirchstein? Kirchenstein, Entschuldigung. Mercia. Let's go. Ich werde das schaffen. Das weiß ich. Oh, lässt die Krone hier. Naja, sie ist auch eine richtige Kämpferin, ne? Sie braucht keine Krone. Wartet, Eure Majestät. Eure Krone. Ah, Speichellecker. Läuft mir hinterher. So, da sieht man schon die Untoten. Zug 1. Das sind Skelettkrieger aus Höllheim. Wir müssen sie alle besiegen, um das Gebiet zu sichern. Als erstes sollten wir die nächsten Gräuelklingen mit unseren Schwertkämpfern angreifen. So, jetzt wird's taktisch. Gut, bringen wir es hinter uns. Also, wir haben hier verschiedene Leute hier. Wir können ihn benutzen oder ihn benutzen. Wir nehmen erstmal ihn. Das ist ja noch das Tutorial. Greifen an. Oh, warte mal, guck mal. Da oben sieht man, wie viel... Wenn wir aus dem Wald heraus angreifen, wie man sieht, dann haben wir natürlich mehr Deckung und die nicht. Das machen wir. So, wir haben mehr Schutz, deswegen haben wir natürlich auch mehr Schlagkraft. Ah, die hauen nicht so rein. Wir hauen dafür besser rein. Seht ihr die Ziffern, die neben den Kämpfern in Einfahrten aufgetaucht sind? Ja. Klar, an jeder davon sehe ich jetzt eine kleine Ziffer. Die Zahl steht für die Trefferpunkte der Einheit und erscheint, wenn diese unter 95% fallen. Die Ziffer 5 zeigt an, dass die Trollklinge noch etwa 50% ihrer TP haben. Meine Schwertkämpfer hingegen haben noch 80. Very well. Greifen wir die Gräuelklinge jetzt also mit unserem zweiten Schwertkämpfer an. Ja, das machen wir. Da kommen wir nicht aus dem Wald, da müssen wir natürlich von hier aus angreifen. Angreifen. Machen wir. Zack. Meine Königin, darf ich einen Moment unterbrechen? Klar. Wenn ihr ein Ziel auswählt, erscheint eine Schadensvorschau über ihn. Ja, die sehe ich. 57%. Die Schadensvorschau zeigt an, wie viel Schaden beide Einheiten in einem Kampf verursachen. Werden. Das klingt ja praktisch. Wisst ihr, die TP einer Einheit bestimmen nicht nur, wie nah sie daran ist, besiegt zu werden. Je mehr Schaden eine Einheit erleidet, desto schwächer wird auch ihr Angriff. Eine gesunde Einheit ist also stärker? So ist es. Aber euer Schwertkämpfer dürfte hier keine Probleme bekommen. Nö. 57%, das heißt, alle draufgehen. Ja, bei Advanced Wars waren es ja Panzer und Flugzeuge und so alles. Und hier sind es einfach mal Krieger, was natürlich sehr cool ist. Oh, ich glaube, da kommt gar nicht an uns ran, oder? Da oben? Dürfte er nicht schaffen. Noch mehr Untote? Sie sind wohl noch nicht bereit aufzugeben. Hier, sie kommen rüber. Aber die können wir angreifen. Guck mal, wir können wieder aus dem Wald angreifen. Das machen wir auch. Verstärkung ist eingetroffen. Genau rechtzeitig. Seht ihr? Wir haben eine Einheit einer neuen Art erhalten. Pikeniere. Das wäre jetzt vielleicht ein guter Zeitpunkt, um auf kritische Treffer einzugehen. Kritische Treffer? Yes. Ja, der Angriff jeder Einheit wird verstärkt, wenn eine bestimmte Bedingung erfüllt ist. Solch verstärkten Angriffe nennen wir kritische Treffer. Davon habe ich ja noch nie gehört. Keine Sorge, meine Königin. Ihr könnt diese Informationen ganz leicht nachschlagen. Ich zeige euch, wie ihr etwas über den kritischen Treffer in Einheit erfahren könnt. Okay, gehen wir hoch. Drücken wir auf B. Da! Das ist das Feldinfofenster. Hier finden wir nützliche Informationen zur ausgewählten Einheit. In diesem Bereich finden Sie eine allgemeine Beschreibung der Einheit. Okay, langsamer, aber stärkere Infanterie landet kritische Treffer neben anderen Speerkämpfern. Hm, der Pikenier trifft kritisch, wenn er neben einem weiteren Pikenier steht. Gut zu wissen, das heißt, sie müssten nebeneinander stehen, okay. Ihr könnt diese Infofenster zu jeder Einheit, jedem Gelände und jedem Gebäude aufrufen. Nutzt es oft, wenn ihr schnell etwas lernen wollt. Gut, ich werde immer wieder danach nachlesen. Sobald ihr bereit seid, könnt ihr das Fenster wieder schließen. Gibt es noch da eine auf Rädern, kommen auf Steinstraßen schneller voran, wobei diese kaum Schutz bieten. Okay, machen wir. Gehen wir raus. Very well. Wir sollten also dafür sorgen, dass die Piketiere beieinander bleiben. Alles klar. Gut, nehmen wir den. Da sollst du warten. Ah, okay. Unser erster Piketier ist günstig positioniert. Greifen wir jetzt die Gräuelklinge mit der zweiten Piketier an. Das machen wir. Den stellen wir natürlich genau daneben und greifen ihn an. 120. Greift die Gräuelklinge mit dem zweiten Pikenier an. Machen wir.
Jetzt würde ich euch gerne noch einmal auf die Schadensvorschau hinweisen. Oh, der Pfeil blinkt jetzt. Genau, ein Blinken der Pfeile in der Schadensvorschau ist ein gutes Zeichen. Das bedeutet, dass ihr gleich einen kritischen Treffer landen werdet. Okay, dann werdet ihr wahrscheinlich komplett draufgehen. Boom. Zack, das war's. Easy peasy. Durch die Positionierung des ersten Pikaniers hat der zweite einen kritischen Treffer gelandet. Das nenne ich eine rasche Auffangungsgabe. Wenn ihr dafür sorgt, dass eure Pikaniere nebeneinander bleiben, stärkt das euren Angriff. Wenn euch eine neue Einheitart begegnet, ist es wichtig, euch über ihren kritischen Treffer zu informieren. Ich überlasse es jetzt euch, die restlichen Truppen Höllheims zu besiegen. Danke, Emmerich. Ohne euch könnte ich es nicht schaffen. So, jetzt müssen wir die alle besiegen. Kriegen wir hin, indem wir jetzt hier runtergehen. Ihn. Ach, scheiße, mit ihm kann ich nicht im Wald. Kann ich mit ihm im Wald gehen? Auch nicht. Nun gut, das ist natürlich ärgerlich. Macht aber nichts. Wir nehmen trotzdem ihn und greifen einfach mal direkt von hier aus an. Natürlich nicht ganz so clever, aber... So, viel mehr können die ja nicht angreifen bei uns, also Schaden machen. Das macht jetzt aber nichts, denn... Direkt angreifen. Und... Finish him! So. Gut. Oh, jetzt sind sie dran. Aber die haben ja noch einen. Das sieht auch aus wie ein Pikanier, den sie da haben. Okay, aber müssten sie doch eigentlich mit ordentlich Kraft gegenbumsen können. Gut. Also, den können wir jetzt ja nicht platt machen, weil wir auf der Brücke stehen. Aber, was wir machen können, ihn hier hinstellen und warten. Und dich stellen wir dorthin und greifen dort an. So, das sollte sie erledigen. Zack. Sehr gut. Das waren jetzt alle. Gut gemacht, meine Königin. Wir haben es geschafft. Das ist ein guter Anfang, aber Höllheim wird es nicht dabei belassen. Wir müssen wachsam bleiben. Die werden wiederkommen? Yes. Ja, und sie werden zahlreicher sein. Mit einer ganzen Horde Skelette. Genau, und vielen anderen mehr. Ich hatte vergessen, dass ihr so wenig Erfahrung mit den Untoten habt. In Kirstein ist es normalerweise so friedlich. Ich hatte noch nie Untote hier gesehen. Aber jetzt kommen sie her und es wird nicht aufhören. Eine untote Armee. Alle untot, bis auf einen. Wir haben Unterricht von ihrem Anführer Valda gesprochen. Ein Leben der Menschen und mächtigen Nekromanten. Ich habe es nicht vergessen. Nun, wir sollten die Initiative ergreifen. Untöte rücken wahrscheinlich schon in andere Gebiete des Königreichs vor. Emmerich, glaubt ihr, dass Valda persönlich nach Kirchenstein kommen wird? Yes. Ja, euer Majestät, das glaube ich. Verdammt, komm, Cäsar. Das Schwert scheint schwer zu sein, sie schleicht es hinterher. Eure Majestät, die Krone! Oh, Sünde, der läuft die ganze Zeit hinterher. Ist das jetzt ein Running Gag? Sieg! So. Nächste Runde. Du hast weiteren von Sumercia freigeschaltet. Super. So, wir gehen mal zum nächsten hin. Der Angriff auf Höllheim ist im vollen Gange. Wir gucken uns die Mission mal an. Oh nein, da laufen die Bauern weg. Und die untote Horde hinterher. Und wir auch hinterher. Okay. Vielleicht kriegen wir neue Soldaten oder neue andere Sachen. Das Königreich wird von Soldaten Höllheims überrannt. Wir müssen etwas unternehmen. Wir werden so viel Land erhalten, wie wir können. Vielleicht könnten wir... Nicht so voreilig! Wer seid ihr denn? Ich bin diejenige, die gleich zerstampfen, verhauen und zerhäckseln wird. Nenn mich Ragnar. Alles klar. Jetzt kämpft schon! Oh. Zug 1, Ragnar. Okay. Was hat sie denn jetzt was erobert? Okay. Okay, das ist was Neues, was wir lernen. Habt ihr das gesehen? Die Horden Höllheims haben gerade ein Dorf im Westen besetzt. Als nächstes werden sie sich das neutrale Dorf im Osten holen, wenn wir es nicht verhindern. Dann machen wir das doch. Yes. Zum Glück ist einer unserer Kirchsteiner Langbogenjäger hier, der uns helfen kann. Langbogenjäger sind Einheiten, die aus der Entfernung angreifen können. Bewegen wir ihn auf eine Position, von der aus er Untote angreifen kann, wenn sie näher kommen. Vielleicht auf dem Berg? Guter Plan. Also ja, wie bei Advance Wars kann man natürlich auch Häuser besetzen. Es gibt Tanker, man bekommt neue Einheiten da drin und so. Das wird wahrscheinlich hier genauso sein. Schauen wir mal. Okay, da gehen wir hin. Warte.
Von dort aus kann unser Langbogenjäger Gegner angreifen, die sich aus dem Westen nähern. Very well. Ihr könnt euren Zug beenden, indem ihr ein freies Feld auf der Karte wählt und dann Zug beenden klickt. Oh, da oben. Zug beenden. Okay, wenn sie jetzt daran vorbeikommen, können wir die wahrscheinlich abschießen, was natürlich sehr cool ist. So, ich bin gespannt. Komm her, du kleiner Wicht. Denkt ihr auch daran, euch im Infofenster zu den kritischen Treffern zu informieren? Natürlich. Gut, dann wisst ihr, dass Langbogenjäger kritisch treffen, wenn sie angreifen, ohne sich vorher zu bewegen. Ah, okay. Das wusste ich nicht. Gucken wir gleich nochmal rein. Greifen wir jetzt die Gräulinge an, ohne Langbogenjäger zu bewegen. Ich würde den noch gerne mal angucken, kurz. Huch, der Bogenschütze soll sich nicht bewegen. Also wählen wir das Feld aus, auf dem er jetzt steht. Ja, machen wir. Ja, ich wollte B drücken. B geht jetzt ja nicht. Das ist noch das Tutorial. Ich kann leider nicht keine Aktion machen. Okay, dann können wir aber angreifen. Jetzt müssen wir das Feld auswählen, von dem er aus angreifen soll. Da er sich ja nicht bewegen soll, wählen wir einfach das gleiche Feld nochmal. Okay. Okay, angreifen. Und dann wählen wir das Feld. Okay, wir können ihn komplett platt machen. Seht ihr das? 101. Weil es auch nur 90% geben Leute sind, aber egal. Eieieiei. Ich mag euch, Langbogen. Ich mag euch. Ja. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben diese Soldaten zwar besiegt, aber es ist noch nicht vorbei. Der Gegner hat eine Kaserne. Damit kann er neue Einheiten rekrutieren. Ah, okay. Wir haben doch schon auch eine Kaserne. Sehe ich doch schon. Aber zum Glück haben wir auch eine. Wir sollten sie gleich auswählen und eine neue Einheit rekrutieren. Wird gemacht. Zack, gehen wir damit hin. Okay, jetzt können wir auswählen. Wie viel Geld haben wir? Ja, wir haben leider nur Schwertkämpfer, okay. In dieser Kaserne könnt ihr drei verschiedene Einheitenarten auch rekrutieren. Schwertkämpfer, Pikeniere und Langbogenjäger. Stimmt, aber so wie es aktuell um unser Geld bestellt ist, kann ich mir im Moment nur einen Schwertkämpfer leisten. Ein einziger Schwertkämpfer kann schon einen großen Unterschied machen. Rekrutieren wir ihn. Machen wir. Wo stellen wir hier hin, ne? Oder stellen wir hier lieber hin? Ah, wo stellen wir hin? Doch, stellen wir hier hin. Denkt dran, dass in jeder Kaserne nur eine Einheit pro Zug rekrutiert werden kann. Verstehe, ich werde es im Kopf behalten. So. Zug 3. Da, guck mal, siehst du, im Haus werden es schon mehr. Macht aber nichts. Wählt unseren neuen Schwertkämpfer aus und befehlt ihm, sich zum Dorf zu bewegen und es zu besetzen. Ach da, okay. Besetzen. Bam. Ho, ho. Perfekt. So. Hervorragend, meine Königin. Dörfer erwirtschaften mit jedem Zug 100 Gold für euch und sind daher unentbehrlich für den Krieg. Ja, weil wir mit mehr Gold noch mehr Einheiten rekrutieren können. So ist es. Wir können sogar den Gegner den Geldhahn zudrehen, indem wir ihm sein Dorf im Westen wegnehmen. Yes. Wenn wir ein Dorf besetzen wollen, das jemand anderem gehört, müssen wir erst die Besatzer besiegen. Hm. Dann werde ich sofort mehr Einheiten rekrutieren, um zu diesem Dorf schicken. Yes. Machen wir. So, oh, wir können sogar Pikeniere. Manche Einheiten sind geeigneter als andere, um Gebäude und Dörfer zu besiegen. Ich würde euch raten, den starken kritischen Treffer der Pikeniere dafür zu nutzen. Alles klar, dann rekrutiere ich Pikeniere. Schicke sie ins gegnerische Dorf. So, die rekrutieren wir mal. Zack. So, unseren Bogenschützen lassen wir da stehen. Denn, ja, macht Sinn. Also, mehr können wir jetzt nicht rekrutieren. Ist hier oben denn drin? Aber ich würde mal gucken. Guck mal, also, wenn wir auf den Langbogen gehen, kann sich im selben Zug bewegen und angreifen. Landet kritische Kräfte, wenn er sich nicht bewegt. Geebnen sind für alle Einheiten passierbar, bieten aber wenig Schutz. Gut, was ist beim Schwertkämpfer? Einfache Infanterie, besetzt Gebäude und landet kritische Treffer, wenn sie neben dem Kommandanten befindet. Ah, okay. Aber den Kommandanten haben wir jetzt nicht hier. Ja, dann würde ich sagen, Zug beenden. Oh, er kommt von oben jetzt. Okay, da müssen wir natürlich aufpassen. Neue feindliche Truppen im Norden. Sie haben es bestimmt auf eure nördlichen Dörfer abgesehen. Ich hätte wissen sollen, dass sie es uns nicht leicht machen würden. Ich würde euch nahelegen, den Weg im Norden nicht unbewacht zu lassen. Ich werde eine Einheit dort lassen, um die nördlichen Dörfer zu schützen. Okay, welche eine packen wir da hin? Hm, ist die Frage. Aber wir nehmen erstmal ihn hier mit. Ah ne, warte mal. Erstmal holen wir uns hier so einen neuen Pikanier noch. Ist er hier? Und den lassen wir hier stehen. Und mit dem versuchen wir gleich da hochzulaufen. Warten wir erstmal dahin. Gut. Viel mehr können wir jetzt nicht machen. Wir könnten natürlich ihn dahin setzen. Den könnte er wahrscheinlich. Stehen da. Schutz. Im Wald kommen wir langsam voran. Doch, der bietet Schutz vor Deckung und Fahrzeugen. Okay, was ist mit den Bergen?
nur Infanterie und Lufteinheiten unwegsames Gelände, aber viel Schutz bietet. Die Lufteinheiten haben wir nicht. Den kann ich ihn hier drauf? Kann ich tatsächlich. Aber wir lassen ihn mal da stehen. Warten wir mal ab, was passiert, wenn wir jetzt erstmal einen Zug beenden. Okay. Sie schickt wieder neue Leute. Okay, ihn killen wir auf jeden Fall als erstes. Wir wollen angreifen und wir wollen dich angreifen. Zack, das war's für euch. So. Ihn schicken wir hier hoch. Und die schicken wir dahin. Und dich schicken wir hinterher. So. Sollte es eigentlich gewesen sein. Wir rekrutieren noch ein neues Ding. Guck mal, jetzt können wir auch einen Langbogenjäger noch rekrutieren. Das machen wir auch gleich. Stellen wir dahin. So, ich bin gespannt. Naja, er kriegt auch neue Dinger, aber es macht nichts. So, jetzt müssen wir überlegen, wie wir es am besten machen. Stellen wir mal hier hin. Und ihn angreifen? Nee, können wir nicht angreifen, schade. Das macht aber nichts. Ihn müssen wir ja auch mal irgendwo hinpacken. Das heißt, ihn setzen wir mal. Schicken wir mal hier rüber. So, die Pikaniere. Den stellen wir hier hin. Und den anderen stellen wir direkt dahinter. Ah, es war vielleicht gar nicht so clever. Vielleicht hätte ich den erst kommen lassen sollen. Aber würde ja immer einen neuen rekrutieren, deswegen ist es egal. Und wir holen uns noch. Wir holen uns noch einen Schwertkämpfer. Gut. So. Zug beenden. Ob das jetzt clever war, weiß ich nicht, aber wir testen es mal. Pass auf. Da. Ah, das ist natürlich dumm. Da haben wir natürlich nicht so viele Chancen. Obwohl, das sind die Schwertkämpfer, das geht noch. Gut. Eigentlich sind unsere Pikaniere recht stark, weil ihr. Super. Okay. Jetzt können wir auf jeden Fall ein bisschen was erledigen hier. Wir können ihn angreifen. Machen ihn ganz komplett platt. Oder wir greifen ihn. Ne, können wir ihn auch angreifen? Ne, wir können nur ihn da oben angreifen. Sollten wir vielleicht aber tun, damit das erstmal weg ist. Können wir auch ihn angreifen. Oder wir greifen ihn hier auf der Brücke an. Das macht mehr Sinn. Ich glaube, es macht mehr Sinn, den hier oben einmal zu. Obwohl, ne, das ist doof. Dann kommt er angreift uns. Nee. Wollen wir ihn angreifen hier? 76? Okay. Killen wir erstmal den hier. Warte mal, wir machen es anders. Wir greifen den an. Dann können wir mit den Pikanieren einfach durchlaufen. Nein, warum bewege ich mich? Das war dumm. Das wollte ich gar nicht. Scheiße. Na egal. Sind die auf den Bergen? Das ist vielleicht nicht so schlecht. So. So, den haben wir da hin. Okay, wir können nicht großartig angreifen mit ihm. Aber. Wir können es probieren. Pass auf. Machen wir einfach mal. Dann können wir mit unserer anderen Einheit hier ein bisschen killen. So. Ah nein, da steht doch einer. Shit. Ah, das ist natürlich ärgerlich. Na gut, auch nicht so schlimm. Holen wir uns noch ein Pikanier dazu. So. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt werden wir ein bisschen. Ah, na klar. Kann man nichts machen. Natürlich dumm. Aber vielleicht kann man sie auch verschmelzen. Man kann es zumindest beim Advanced Wars konnte man ja die immer miteinander verschmelzen. Einheiten, die jetzt zu wenig waren.
kannst du nicht. Wäre jetzt albern gewesen, wenn er mit einem Typen meine Burg einnimmt hier, ne? So. Wir laufen hier hin. Holen uns aber gleich noch ein. Noch ein Pikanier dazu. Hier. Ah, kann man hier noch nicht. Hier kann man sie noch nicht merchen. Das macht auch nichts. So. Blatt machen. Das stört mich nicht. Dann können wir mit ihm hier den Rest eliminieren. Sehr gut. So. Jetzt müssen wir natürlich noch hier. Ihn stellen wir mal hier hin. Und zwar wartend. Und ihn stellen wir hier hin. Angreifend. Und zwar den. So. Zack. Dann können wir gleich auch dieses blöde Dings hier einnehmen. Das können wir natürlich jetzt noch nicht machen, aber das machen wir in der nächsten Runde. Hätte ich wahrscheinlich einnehmen können, aber mit drei Leuten, glaube ich, ist ein bisschen zu wenig. Die können wir Fluss gehen? Machen wir halt glatt. Geht mal hier rüber. So. Bin gespannt, wie die jetzt vorhaben. Zug 9. So. Oh, schaffen wir nicht ganz. Aber in der nächsten Runde haben wir das Ding. So. Das kann ich noch nicht. Na gut. Dann können die eigentlich auch da stehen bleiben, weil ich glaube, wir brauchen die nicht mehr. Ah, die werden natürlich platt gemacht jetzt. Aber das ist dann so. Wir haben ja noch ein paar andere. Viel mehr kann er aber nicht machen. Wir übernehmen jetzt sein Haus hier. Pass auf. Mal anders machen, warte mal. Mal ganz kurz ein bisschen platt schon mal. Gut. Jetzt haben sie nicht mehr so viel Angriffsstärke und dieser Pikanier hier dürfte ein leichtes Spiel haben. Zack, das war's. So, und jetzt können wir nämlich mit diesen hier noch Modus Häuschen hier angreifen. Dann müsste es uns gehören. What? Was? Wie konnte das passieren? Ausgezeichnet, ihr habt den Feind aus dem Dorf vertrieben. Ihr solltet es besetzen und so für uns gewinnen, bevor Ragnar sich zurückholt. Verstanden? Okay, wir haben jetzt keinen, den wir da reinschicken können gerade, oder? Schick ihn mal mit dahin. Aber wir könnten natürlich hier nochmal noch ein Schwert, dann haben wir genug Gold. Gut. So. So, mit dem. Besetzen. So, das ist unser. Sehr gut. Nein! Gute Arbeit! Ohne Dörfer hat der Gegner kein Einkommen. Ihr habt bestimmt bemerkt, dass ein besetztes Gebäude zu Anfang nicht die volle TP-Menge hat. Sein TP-Stand entspricht der Hälfte von denen der Einheit, die es besetzt hat. Wenn also eine Einheit mit 40 PTP ein Dorf besetzt, fängt das Dorf bei 20% TP an? Genau. Jetzt sollen wir die Kaserne des Gegners zerstören, um ihn komplett aus diesem Gebiet zu vertreiben. Ja. Gut, machen wir das so. Gut, machen wir das so. Oh.
Ah, natürlich nicht so viel Power gehabt, meine hier Bogenschützen. Aber. Schauen wir mal. 27%. Ach, schade. Na egal. Das ist aber nicht so schlimm. Denn. Können wir auch so platt machen. Auch wenn du im Wald bist. Interessiert uns nicht. Sehr gut. So. Gehen wir zu deinen Kollegen da hoch, lieber. So, und wir laufen auch hier längs. Boah, ich glaube, noch eine Einheit brauchen wir nicht. Sollte so machbar sein. Er kriegt vielleicht eine Einheit dazu. War's für ihn. So. Zack. Na, gefällt euch das? Habe ich noch mehr auf dem Kasten? Pass auf. Oh, warte mal. Mal einen Schritt vorgehen. Da kommt man zwar nicht so gut durch den Wald, wie man sieht. Aber dann sind sie nicht ganz so alleine unter Pikaniere. Stellen wir lieber dicht aneinander. Oh, kampieren kann ich da. Dann kriegt man Leben. Das ist natürlich cool. Gut. Super. Zug 13. Okay, die machen die jetzt platt, leider. Ärgerlich. Aber naja, was soll's. Mit Verlusten ist im Krieg immer zu rechnen. So. Mal so. Fangt meine kleinen spitzen Pfeile. So. Und jetzt würde ich sagen, versuchen wir da reinzukommen. Kommen wir nicht von hier, aber vielleicht kann er schon mal ein bisschen was machen. Hey, hey. Ah, durch viel, was wir da einbüßen. Das ist cool, ne, gemacht eigentlich. Wenn durch das unliebsame Gelände gehen, dann schleichen die auch so richtig. Also werden echt langsamer. Man sieht. Wenn ihr echt langsamer. Lustig. Super. So, soll er mal machen. Hat seine Soldaten bekommen. Wir greifen trotzdem jetzt nämlich schon direkt in die Hütte an. Ah. Schaffen wir wohl nicht beim nächsten Runde. Obwohl. Ich weiß nicht, ob das so clever war. Jetzt bin ich zwar drinne, aber ich nehme es ja nicht direkt ein. Und wenn, jetzt könnte er es direkt einnehmen. Nein, das darf nicht wahr sein. Emmerich, wir haben es geschafft. Gute Arbeit. Oh. Klapper, klapper. Verschwinde. Klapper, klapper. Verschwinde, habe ich gesagt. Ja. Was machst du? Du wolltest verschwinden. Ah, du bist es. Ja. Ja. Ich wollte dich nicht stören. Hast du auch gar nicht. Ich habe dir aufgelauert. Aha, na klar. Es ist noch nicht vorbei. Sieg. Doch, ich glaube, es ist vorbei. So, erhaltene Sterne. Oh, waren wir nicht so gut. Nur B liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir zu viele Züge gebraucht haben. Hätte man schneller schaffen können. Ist aber nicht so schlimm. So, ja. Du hast den Höllen im Kodex freigeschaltet. Super. So, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis hierhin erstmal. Die nächste Folge kommt bald schnell hinterher. Und zwar heute noch wahrscheinlich. Hoffe, es gefällt euch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.